Hallo, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie schmerzlich willkommen in Bios Bahnhof. Finden Sie nicht auch, in jedem von uns steckt ein kleiner Chopper? Peter, vielen Dank. Du, ich entschuldige, dass ich deine Posaune missbraucht, aber ich konnte ja nicht dein ganzes Waschbecken hier auf die Bühne bringen. Übrigens, bei der Gelegenheit möchte ich mich mal bei Peter wieder bedanken für die langjährige gute Zusammenarbeit. Mein lieber Peter, aus unserer Koalition ist die Luft noch lange nicht raus. Danke dir. Wir hören heute als Beginn unserer Sendung Peter Herbolzheimer mit seiner Rhythm Combination and Brass. Dann steigt ein Debbie Cameron mit einem Udo Lindenberg-Lied. Und dann kommt ihre Mutter Etta Cameron dazu. Und dann vereinigen sie sich alle zu einem großen, jazzigen, richtig swingenden Opening. Das wird sie mit Sicherheit von den Stühlen reißen. Also falls Sie noch nicht sitzen, meine Damen und Herren, zu Hause, Sie sitzen ja alle, setzen Sie sich erstmal. Denn wenn man nicht auf einem Stuhl sitzt, kann man auch von keinem gerissen werden. Nicht, dass Sie jetzt irgendwo im Bett liegen oder so. Es gibt ja Leute, die sehen das auch im Bett, habe ich mir sagen lassen. Zum Glück können wir nicht sehen auf der anderen Seite, was sich da abspielt. Naja, gut, meine Damen und Herren, sag mal, du musst ja auch mitmachen. Darf ich denn den Anfang machen? Darf ich euch vorzählen? Ich bitte dich doch, ja? Ich muss spielen. Ja, gut. Kannst du aber mir den Rhythmus geben, nicht, dass ich da falsches Tempo... One, two, one, two, three, four. Move!
see when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows, 'cause you're my honeysuckle rose. Now when you're passing by, flowers droop and sigh. I know the reason why. Your confection, goodness knows, and you're my honeysuckle rose. Mutter und Tochter, Mutter und Tochter, Debbie und Etta Cameron. Vielen Dank. Dankeschön. Debbie kennen wir schon im Bahnhof. Du hast schon öfter mit Peter Herbolzheimer bei uns gesungen. Ja, das habe ich. Ja. Und jetzt bin ich so froh, weil wir jetzt eine Tournee machen mit Peter. Peter macht mit euch, Sie sind dabei? Wir machen eine sehr große Tournee und wir sind so glücklich. Wir sind, wir sind überall eigentlich. Wir sind in Cologne Sonntag, wir sind in... Oh. In Würzburg, Peter, in Baden-Baden, Peter. Hamburg, Frankfurt. Du bist mit den Damen auf Tournee? Ich hoffe es. Zwei Sachen. Erstens, pass mir gut auf die Damen auf. Und zweitens, mach mir keine Schande. Spiel schön, denn du weißt, du bist mein musikalisches Aushängeschild. Ich werde mich bemühen. Du wirst dich bemühen. In meinem Bahnhof. Sehr schön. Ja. Ich wollte mich noch ganz lieb bedanken bei den Damen, dass sie nachher bei einer Kollegin den Chor machen. Das finde ich ganz toll, wenn Künstler, die selbst Solisten sind, aus Kollegialität für einen anderen Sänger, für einen Kollegen als Chor sich zur Verfügung stellen. Jetzt schon herzlichen Dank. Herzlich danke, meine Damen. Ich habe neulich aus München einen Anruf bekommen von einem Kollegen. Das ist natürlich eine Sache des Regisseurs, oder? Wenn der Regisseur dann nicht will. Ich habe neulich aus München einen Anruf bekommen, ein alter Kollege, der dort das Opernstudio leitet. Er sagte, wo ich sitze. Könnte ich jetzt hier weitermachen? Was ist was? Ja, könnte ich jetzt hier... Nein, er hat mir eine Frage gestellt. Er hat gefragt, wieso, dass ich als Feuerwehrmann hier sitze. Wenn er ja schon fragt, muss ich ihm noch eine Antwort geben, oder? Sie sind auch froh, wenn Sie Interview machen, wenn Sie eine Frage stellen und der andere gibt Ihnen eine Antwort, oder? So will ich ihm auch eine Antwort geben, oder? Er fragt mich, wieso, dass ich als Feuerwehr... Und ich habe ihm nur sagen wollen, oder? Dass die modernen Herren Regisseure, nicht wahr? Die wollen uns, die Feuerwehrleute, hier nach vorne mit inszenieren, nicht wahr? Ja. Mir wäre es auch viel wohler, ich könnte ganz hinter dem Vorhang sitzen, nicht wahr? Ja, wirklich. Normalerweise, wenn ich hinter dem Vorhang sitze, dann kann ich jeweils für mich noch Arbeiten erledigen, he?
Zum Beispiel, ich fülle die Steuerformulare aus oder ich kann jeweils auch die Hausaufgaben von meinem Bub korrigieren. Letztes Mal hat mein Bub so 4-Komponentenrechnungen nach Hause gebracht. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. 4-Komponentenrechnungen. Da hat eine hat geheißen, wenn der Bub 4 Jahre alt ist, ist die Mutter 25. Wie alt ist die Mutter, wenn der Bub 18 Jahre alt ist? He? Das können Sie nur mit dem Dreisprung lösen. He? Ja, können Sie nur mit dem Dreisprung lösen. Und zwar, wenn der Bub 4 Jahre alt ist, dann ist die Mutter 25. He? Wenn der Bub 5 Jahre alt ist, dann ist die Mutter 26. Wenn der Bub 6 Jahre alt ist, dann ist die Mutter 27. Wenn der Bub 18 Jahre alt ist, jetzt kommt der Dreisprung. 6 ist 3 mal in 18 enthalten, also 3 mal 27, dann ist die Mutter 81. Ja. Sie lachen jetzt, aber man muss eben aufpassen, weil sich eben die Mutter prozentual zum Bub verältert, oder? Deshalb kann man das nicht einfach so Handgelenk mal pie. Sind Sie fertig? Ja, fertig, noch lange. Ich könnte das Ganze noch mit der Mengenlehre erklären, nicht wahr? Ja? Aber wenn er natürlich nicht will, hat es ja keinen Wert, oder? Meine Damen und Herren, vom Jazz zur Oper. Das ist ein Sprung, den man wahrscheinlich auch nur mit dem Dreisprung machen kann. Aber wir sind ja hier solche Sprünge gewöhnt. Und deswegen begrüße ich jetzt sehr herzlich Frau Martha Mödel. Der Chopper meldet sich wieder. Chopper ist am Werk. Frau Mödel, herzlich willkommen. Sie sind heute zu uns gekommen, weil wir junge Talente der Opernbühne vorstellen wollen. Wir im Bahnhof haben sehr, sehr oft neue Talente, junge Künstler vorgestellt, aber eigentlich immer aus dem Bereich der Unterhaltungsmusik. Und heute wollen wir mal junge Talente aus dem Bereich der Oper vorstellen. Und da dachten wir, dass Sie sozusagen Ihre schützende Hand über diese jungen Talente halten und aus Ihrer Erfahrung ein bisschen etwas sagen, was vielleicht für die genauso wichtig ist wie die Tatsache, dass Sie bei uns auftreten dürfen. Ja. Darf ich, Sie haben mir erlaubt zu sagen, dass Sie in 3 Tagen Ihren 70. Geburtstag feiern werden. Das Fantastische daran ist nicht nur, dass man Ihnen das nicht ansieht, sondern Sie singen immer noch. Wie machen Sie das? Wie kann man das so lange? Das ist ein großes Glück. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber in erster Linie bedeutet es eine physische Kraft. Und die muss man haben, man darf nicht krank sein. Und die Begeisterung, die hatte ich schon 40 Jahre lang ununterbrochen. Aber wo es genau ist, weiß ich nicht. Es ist halt, der eine Mensch ist so konstruiert, der andere anders, nicht? Sie sagten gestern mal so was Schönes zu mir. Wissen Sie es noch? Ich weiß nicht. Nein, Sie sagten, der eine raucht ein ganzes Leben lang und wird 90 und der andere raucht nicht und wird nur 40, nicht? Und Sie haben nicht Ihre Kräfte geschont. Sie haben nicht es gibt so Sängerinnen, die nur, wissen Sie, nur mit dem Schal und der Chopper hört überhaupt nicht auf, was ist denn los heute? Mit dem Schal und Fenster zu und es darf nicht geraucht werden im Saal. Sie waren nie so... Also ich rauche nicht, aber ich glaube nicht, dass das damit was zu tun hat, sondern ich bin einfach nicht dazu gekommen. Aber geschont habe ich mich nie. Ich habe viel gesungen, ich habe unkontrolliert gesungen, also einfach aus vollem Herzen. Manche meiner Kollegen haben gesagt, noch länger wie 5 Jahre. Wird die wohl nie singen. Aber jetzt tun bin sie ich 70. Immer noch. Jetzt wird sie 70 und man kann sagen, wie hieß das schöne Lied bei Udo, bei Kurt Jürgens? 70 und... Kein bisschen kein, weiser oder irgendwas. Sie wird 70 und kein bisschen heiser. Ne? Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich glaube, ich muss mein Mikrofon austauschen oder irgendwas. Oder ist es dieses? Welches ist es denn? Bitte? Wir tauschen es gleich aus. Sie können mir ein neues bringen. Wir können das auch im On machen. Frau Mödel, junge Leute kommen heute hierher und singen für uns. Sie gehören dem Opernstudio der Bayerischen Oper an. Das ist so eine Art
Ja, ich bin ja ein Jurist, ich würde sagen Referendarzeit. Also zwischen dem Studium und dem Beruf. Ja, hat es das früher schon gegeben? Nein, das hat es nicht gegeben und ich hatte überhaupt nichts davon, denn ich bin mitten im Krieg, bin ich zum Theater gekommen. Also da gab es überhaupt nichts. Aber ich finde es eine wunderbare Einrichtung, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass man in dieser Zeit, in diesen zwei Jahren zwischen Schule und Engagement, so viel lernen kann, was mit Kunst eigentlich gar nichts zu tun hat. Zum Beispiel, wie guckt man auf den Dirigenten, dass es das Publikum nicht sieht, dass man hinguckt? Wie läuft man mit einer Schleppe, ohne zu stolpern? Und wie geht man überhaupt über eine Bühne? Da gibt es hunderterlei kleine technische Dinge, die einem die Anfangszeit am Theater richtig vermiesen. Und die man nicht lernt an der Schule. Die man an der Schule nicht lernen kann. Nicht? Das ist unmöglich. Eine Bühne ist eine ungeheure Sache mit vielen Tücken und Versenkungen und was da alles gibt. Kann man stolpern. Ja, auf alle Fälle, dafür sind diese zwei Jahre sind die jungen Leute immer dabei. Wunderbar. Und da gibt es einen zweiten Grund, der ist weniger erfreulich. Das ist, dass es heute sehr viele Anwärterinnen gibt und Wärter gibt natürlich. Es gibt wenig Vakanzen, wie wir sagen, also wenig Stellen. Und furchtbar viele aus dem Ausland, aus dem Inland, junge Sänger und Sängerinnen. Die Theater haben kein Geld, sie lassen eher mal eine Position unter den Tisch fallen. Und in diesen zwei Jahren haben sie doch zwei Jahre lang Zeit, sich etwas zu suchen. Das ist besser, als wie sie kommen aus der Schule und müssen sofort was finden. Wenn man solchen jungen Leuten einen Rat geben wollte, denn nicht jeder wird ja mal ein erfolgreicher Opernstar, wie Sie es geworden sind, was beflügelt die? Ist es die Hoffnung, dieser Star zu werden? Oder, ist es eine andere Kraft? Nein, es ist die Hoffnung, wie will ich sagen, es ist der innere Zwang, singen zu wollen. Das möchte ich nämlich wirklich ausdrücklich sagen. Alle Technik, alle Musikalität, alle Begabung, alles Talent, was man halt dazu braucht, eine Stimme natürlich, alles ist wichtig, aber nicht so wichtig, wie das Singen wollen müssen. Wenn dieser innere Drang, diese innere Flamme fehlt, dann kommt etwas zustande, was jeder Handwerker machen kann, sein Talent ausüben, aber es kommt nie beim Publikum an. Das Publikum weiß das gar nicht, dass dieses Aufgeben an sich selbst das ausmacht, was dem Publikum dann so kalt über den Buckel rennt, nicht? Ja, dann wollen wir jetzt mal die jungen Künstler beobachten. Ich will vielleicht noch etwas kurz dazu sagen. Nur sehr selten kann dieses Opernstudio mit dem großen Orchester spielen. Und auch selten schon auftreten in großen Städten. Sie ziehen richtig übers Land, sie treten in Turnhallen auf, sie treten in Saalbauten, in kleinen Theatern und dann natürlich nur mit Klavierbegleitung. Und da haben wir gesagt, wenn ihr schon im Saalbau zum Hirschen auftretet und sie treten auch in Gefängnissen auf und sowas, dann könnt ihr ja auch im Bios Bahnhof kommen, nicht? Und natürlich können wir euch auch kein großes Orchester zur Verfügung stellen. Wir sehen also unter den gleichen Umständen wie sonst auf dem Lande, wir sind ja auch ein bisschen auf dem Lande hier in Frechen, sehen wir jetzt das Opernstudio der Bayerischen Staatsoper mit dem Finale aus dem ersten Akt von Così fan tutte. Sie haben Gift im Leib, was raten Sie? Ach ja, Herr Doktor, was raten Sie? So pro secundo eres mirationis, und am primo mire depurationis. Ob trockenes, ob flüssiges, ob wenig, ob vieles, ob schnell ist nun. Darauf kommt's ein. Es war ein Segenkrumm, was Segenkrumm. Und Kraft, Ach, nur ihr Leben kann solche Beine, die du nicht bleiben.
Vorsitzenden formieren. Danke. Ich wollte mich noch beim Orchester bedanken. Joachim Pohl und Francis Sippi waren die beiden Herren an den Pianoforten. Das ist also das Opernstudio der Bayerischen Staatsoper. Es gibt solche Opernstudios noch an anderen Opernhäusern, aber wir haben nun gerade einen Kontakt gehabt. Da gibt es nämlich einen szenischen Leiter, Herr Karl-Heinz Hundorf. Der sollte heute Abend auch hier sein und mit uns ein bisschen plaudern, und er liegt jetzt krank im Bett. Er ist heute richtig krank geworden. Wo ist die Kamera? Herr Hundorf, gute Besserung. Ich hoffe, Sie schauen uns jetzt zu. Zum Glück ist niemand von den Sängern krank geworden. Ich möchte Sie mal vorstellen, denn Frau Mödel hat es schon gesagt, es kommen sehr viele ausländische Sänger nach Deutschland, und wir haben hier 6 Länder vertreten. Darf ich mal bei Ihnen einfach Ihren Namen vielleicht und aus welchem Land Sie kommen? Mein Name ist Christoph Steffinger und ich komme aus Bayern. Aha. Wie alt sind Sie, Herr Steffinger? Ich bin 27. Also. 27, also das Alter ist so etwa, so, wer ist der Jüngste, wer ist der Jüngste? Okay. Ja, die Dame natürlich, ja. Und Sie sind aus... Ich heiße Carmen Anhorn und komme aus der Schweiz. Sie kommen aus der Schweiz, Sie sind mir besonders sympathisch. Sie können wegen sich der schon... Brille. Wegen der Brille, ja. Mit einer Bio-Brille ist mir jeder sympathisch. Fabelhaft. Na, dann darf ich Sie ja vielleicht jetzt aussehen. Ja, Sie sind die Einzige, die schon ein Engagement hat. Bei der Bayerischen Staatsoper? Ich glaube, das bin ich nicht. Er hat auch eins. Sie haben auch eins? Ach ja, Sie in... Ich habe in Bielefeld. Bielefeld. Ich habe Ihre Grüße ausgerichtet. Haben Sie meine Grüße an den Intendanten? Ja, der war mit mir in Amerika. Und Sie gehen nach... Ich bleibe in München. Und Sie sind richtig Schweizerin? Ja, echt. Na, da werden Sie Soll ja, ich es Ihnen vormachen? Mit dem Emil. Ja, Sie werden eine große Überraschung erleben. Wissen Sie das schon? Ja. Ja, wenn Sie Ihre erste Gage ausgezahlt bekommen und dann nach Hause fahren und versuchen, die D-Mark in Schweizer Franken zu wechseln, dann werden Sie sich wundern, wie wenig Sie kriegen. Ja, jetzt war es immer umgekehrt, da ich ja noch Eltern habe, die mich finanzieren. Aha, also jetzt, aber Sie leben ja in Deutschland, da geht das ja. Ja, klar. Ich bin Sofia Liss aus Polen. Sofia Liss aus Polen, herzlich willkommen. Mein Name ist Monika Schmidt aus Deutschland. Aus Deutschland, na, wenigstens eine aus Deutschland. Jaron Windmiller aus Israel. Aus Israel. Und Sie? Walter Gabriel aus Vorarlberg in Österreich. Vorarlberg, also Österreich, Fabler. Wissen Sie, diese Hüte, schon bei den Proben immer habe ich Sie beneidet. Man sagt mir nach, ich hätte ein Hutgesicht. Wenn ich einen Hut aufsetze, dann würde ich erst richtig toll aussehen. Sind Sie schwer? Sind Sie schwer? Ist das wahr? Sie meinen, soll ich das mal probieren? Halten Sie das mal? Ach, ich kann nie widerstehen. Das wissen alle meine Freunde. Immer wenn ich an der Garderobe vorbeigehe, sage, nehmt die Hüte weg. Und wenn ich einen solchen Hut auf habe, dann komme ich mir natürlich auch gleich ganz opernhaft vor. Mein lieber Freund, wie geht es denn in Deutschland? Und wie gefällt Ihnen unsere Küche? Mein Freund, ich weiß jetzt selbst nicht, was ich dir raten soll. Essen wir Matzen, das wird schon schmecken. Oh nein. Danke schön. Vielen Dank. Danke dem Opernstudio. Herzlichen Dank. Und jetzt kommt mal wieder ein Zug in den Bahnhof. Und da so ein Zug ja erstmal seine Maschine anwerfen muss und die Tore geöffnet werden müssen, müssen wir uns jetzt erstmal so ein bisschen unterhalten. Ich hoffe, Sie sitzen alle gut und Sie haben auch was zu trinken. Merken Sie etwas? Hä? Jetzt hat er einen Hänger. Man spürt sofort. Dann heißt es immer, der Bio sei spontan, aber. Jetzt haben wir ein Beispiel, jetzt hängt er. Ah! Was ist was? Er hat mich nur etwas gefragt, er interessiert sich für die Mengenlehre. Ja. Die Mengenlehre? Ja, ich weiß schon.
Ja, ich kann ihm sie schon erklären. Wenn er will, kann ich ihm die Mengenlehre schon erklären. Aber ich weiß nicht. Okay. Wenn Sie schon einen Hänger haben, kann ich doch. Hä? Ich gehe freiwillig. Ja. Ja, ich will mich nicht aufdrängen. Bitte. Hä? Bitte. Nein, nein, ich will. Hallo, Herr Bio. Nein, ich will. Ja, jetzt. Ja, ich weiß nicht, ob Sie auch schon irgendwie mit der Mengenlehre in Kontakt gekommen sind. Ich mag mich noch erinnern, als mein Bub nach Hause gekommen ist mit dem Mengenlehrbüchlein. Ich hab's gerade in die Ecke geschmissen und hab gesagt, komm, hau ab mit diesem Gizimisch da. Ja, ist wahr. Die Mengenlehre, später habe ich dann trotzdem noch einmal in diesem Büchlein nachgeguckt. Sie, das ist nicht so schlimm. Die Mengenlehre ist nicht so schlimm. Nein. Nur bis man einmal den Einstieg gefunden hat. Aber wenn Sie einmal den Einstieg haben, von dort an können Sie alles lösen. Und alle Rechnungen können Sie mit der Mengenlehre lösen. Gut, ich weiß, das Verwirrende daran ist bei der Mengenlehre, es wird alles mit einem Kreis dargestellt. Und eine Menge wird in einem Kreis. Sie wissen ja, was ein Kreis ist, oder? Hä? Ein Kreis, oder? Ich könnte Ihnen ein Zeichen, oder? Ein Kreis. Ich habe immer. Könnt ihr Ihnen ein Kreiszeichen, warten Sie jetzt. Ich habe immer eine Kreide bei mir. Immer. Als Feuerwehrmann bin ich zwar der Einzige, ich habe immer eine Kreide bei mir, aber ich bin so kollegial. Wissen Sie, wenn wir Einsatz haben, Feuerwehreinsatz, dann mache ich immer auf der Straße Pfeile, damit die Kollegen, die zu spät kommen, wissen, wo es brennt. Ja, deshalb immer eine Kreide mit. Danke. Ja, ja. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben nicht viel Zeit. Warten Sie jetzt. Ich kann einen Kreis zeichnen. Da. Oh, das ist wie eine Wandtafel, hä? Ja, ja, ich zeichne da rasch einen Kreis drauf, hä? Ja, das geht sehen, das ist jetzt ein Kreis, hä? Das ist ein Kreis und das ist jetzt eine Menge, hä? Und zwar, was könnten wir nehmen? Eine Menge Menschen, hä? Menschen einfach, was so alles gibt, so einfach. Eine Menge Menschen, hä? So, das wäre eine Menge Menschen. Jetzt können wir noch eine andere Menge darstellen, eine Menge Kinder zum Beispiel oder Politiker, ja, können wir auch. Eine Menge Politiker können wir auch darstellen, eine Menge Politiker. So, also ich wiederhole, hä? Hier haben wir Menschen, hier haben wir Politiker, hä? Sie sehen. Sie sehen ganz genau, die berühren einander nicht. Hä? Man kann also hier sagen, das sind jetzt elementfremde Mengen, sind das, nicht wahr? Jetzt kann man es natürlich auch anders zeichnen, oder? Man kann es so zeichnen, man haben hier eine Menge Menschen und hier eine Menge Politiker. Jetzt passen Sie auf, jetzt überschneiden Sie sich. Hä? Und das da ist jetzt die Schnittmenge. Hä? Und wenn das Menschen sind und das Politiker, dann ist das kleine Fältchen, da sind dann menschliche Politiker. Hä? Ja. Ja, gut. Ei. Ja, muss ich Ihnen wirklich ein Kompliment machen. Hä? Das haben Sie sehr schnell kapiert. Hä? Ja, das haben Sie sehr schnell verstanden. Da hatte ich also mehr Mühe. Das gebe ich offen zu. Da hatte ich viel mehr Mühe. Gut. Es kommt natürlich auch darauf an, wie man es erklärt. Oh, das ist ja logisch. Hä? Ich kann Ihnen noch ein Beispiel zeichnen. Da hat es noch mehr Platz. Ja. Warten Sie, zeichnen Ihnen so ein Beispiel. Zum Beispiel, wir haben hier eine Menge Männer und eine Menge Frauen. Schnittmenge. Ja, jetzt wäre es einmal an Ihnen, das zu sagen, ne? Ja, Amanda Lear oder irgend so etwas, ja? Wir machen noch eines. Wir haben zum Beispiel. Eine Menge Polizei und eine Menge Hund. Schnittmenge Polizeihund. Oder zum Abschluss, für die, die noch nicht ganz genau wissen, wie das funktioniert, ein ganz leichtes Beispiel. Hä? Wir haben hier eine Menge Zürcher und eine Menge Kalbfleisch. Schnittmenge Zürcher Geschnetzlitz. Ja. Ja, gut. Ich würde sagen, wenn Sie an diesem System Spaß gefunden haben, machen Sie es doch so, wenn Sie nach Hause kommen, nehmen Sie ein Blatt Papier,
schreiben Sie oben rechts einen Namen an, links machen Sie einen sauberen Rand, dann schreiben Sie den Titel, ich habe eine Menge gelernt, machen so Beispiele aufs Papier, dann schicken Sie es dem Fernsehen ein und ich werde es dann korrigieren. Ja, ich habe nur auf das Fernsehen. Danke. Vielen Dank. Ja, ich habe nicht gewusst, dass man von der Feuerwehr eine Menge lernen kann. Ja, aber Sie haben ja gar nicht zugeschaut da hinten. Doch. Ja, ja. Natürlich. Jetzt erkläre ich es Ihnen nicht noch einmal. Ne? Das kommt nicht in Frage. Ich habe die Mengenlehre begriffen. Ein Kreis mit Lufthansa und ein Kreis mit Bundesbahn. Und dann gibt es eine Schnittmenge und das ist ein Lufthansa-Bundesbahn-Zug, nämlich der Airport Express. Und da kommt er. Herzlich willkommen, Volker Hauff, Bundesminister für Bahnhöfe. Ne? Mein zuständiger Minister. Ich meine, ich kann ja nicht jeden Minister hier einfach so in den Bahnhof einladen. Sie sind sozusagen mein Fachminister. In gewisser Weise, ja. Ja, aber so einen verrückten Bahnhof wie meinen ist natürlich... Also ich würde mir wünschen, es wird auf allen Bahnhöfen so lustig zugehen und immer so viele Leute sein. Ja, na immerhin. Cool. Aber heute haben wir also ein ganz anderes Thema, den... Lufthansa Airport Express. Was ist das? Das ist eine Schnittmenge zwischen Lufthansa und Bundesbahn. Das ist richtig. Hier geht die Lufthansa auf die Schiene und die Bundesbahn nicht in die Luft. Ja, ja. Wir machen das dann also was ist das Besondere? Können Sie das... Das ist ein Zug, der wird ab 27. März dieses Jahres verkehren zwischen Düsseldorf, Köln, Bonn und dann Frankfurt und wird eingesetzt als Zubringer für die Fluggäste, weil ich der Meinung war, es ist unvernünftig, auf so kurzen Strecken Flugzeuge einzusetzen. Das ist Energieverschwendung. Und es ist auch eine völlig unnötige Belastung der Umwelt. Und deswegen sollte man versuchen, auf diesen kurzen Strecken mehr Züge einzusetzen. Dort, wo der Flugverkehr unersetzlich ist, dort hat er auch seine Zukunft. Das ist vor allen Dingen der Fernverkehr, der Interkontinentalverkehr. Das ist ja klar. Also nach Brasilien im Zug, bei aller Umweltfreundlichkeit, das wäre ein bisschen schwierig. Was ist das Besondere? Also wir sehen schon hier, nicht? Es sind keine Schaffner wie sonst. Man fährt mit Flugscheinen. Aber man fährt mit Flugscheinen? Ja. Und man wird von Stewardessen. Die Bundesbahn betreibt den Zug. Die Lokführer sind von der Bundesbahn. Aber der gesamte Service und das Marketing, der Verkauf der Karten läuft über die Lufthansa. Und was sonst ein Schaffner ist, ist eine Stewardess. Ja. So ist also, es. Darf die auch zwicken? Ja, also... Ich meine, die Schaffner zwicken ja immer. Ja, ja, aber... Gut, also das fällt nicht in den Zuständigkeitsbereich. Die Reisen. Flugscheine raus. Und es gibt auch was zu trinken, richtig so? Es gibt was zu essen und zu trinken in diesem Zug. Das heißt... Ups! Ah. Fantastisch! Der berühmte Luft. Das finde ich richtig schön. Ja, Lufthansa Service bringt eine Serviette. Aber wir brauchen nicht so viel, sonst sehen wir hier wie Säufer aus. Ja. Das finde ich schon mal sehr schön. Ne? Das ist okay, ich gehe ein bisschen weiter weg. Und wenn ich nachher einen Fleck habe, weiß man ja wovon. Oh, das tut mir leid. So, also es gibt was vielen zu Dank. Trinken. Herzlichen Dank. Bitte schön. Ne? Und es gibt richtig Service wie auf der Maschine? Genau der gleiche Service wie... Na bitte, es gibt sogar was... Na, mein Gott. Dankeschön. Herr Hauff, gucken Sie mal. Mein Gott, ja, danke, vielen Dank. Haben Sie so einen Hunger? Ja, ich gebe, bitte schön. Bitte. Ja, ja, fabelhaft. Sehen Sie, das sind die günstigen Plätze. Dafür kriegt man hier auch Rotweinflecken, ne? Leichter als da hinten.
Prost. Zum Wohl, Herr Bierdeck. Also ich muss ja noch weitermachen, deswegen habe ich mir so wenig eingeschenkt. Ah, sehr gut. Das ist ein Burgunder. Gut, ja, nicht schlecht, kann man nicht sagen. Ich rücke nicht ab von Ihnen, nur von dem Fleck hier. Herr Hoff, der Sinn ist also, dass man nicht diese kurzen Strecken hopst, sondern dass man jetzt mit dem Zug fährt, man checkt ein. Wie ist das eigentlich mit dem Gepäck? Das muss doch immer gewogen werden. Wird das im Zug kommen, die mit so einer Handwaage wie auf dem Markt? Und nein, dann sagen man gibt es ab und es wird dann im Flughafen gewogen und weiter versorgt. Aha. Aber es ist nicht so, dass der Fluggast sich da individuell drum kümmern muss. Sich nicht drum kümmern. Macht die Lufthansa. Ja. Übrigens, ist der Zug schon getauft? Der ist noch nicht getauft. Nicht? Können wir denn den Sekt wieder haben? Den habe ich jetzt zurückgeschickt, Mensch. Das müssen wir ja machen hier. Oh, danke. Ja, wenn Sie mir... Na, ich meine, ich glaube, wenn wir die Flasche dagegen schmeißen, das wird eine Delle, wie man im Schwimmen... Eine Delle, ja. Okay, wir machen das anders. Darf ich das nicht? Ja, Sie dürfen das. Sie dürfen das. Ich mach das mal ganz anders. Mach's mal ganz... Vorsicht! Ich taufe dich auf den Namen Volker. Ganz einfach. Schon erledigt. Also ich meine, schnittig sieht er ja aus, ne? Ja, der fährt auch ganz gut. Fährt auch ganz gut. Ja, ich glaube, wir können den jetzt wieder... Gibt es noch was Wichtiges, was ich vergessen habe? Ach ja, was passiert denn jetzt mit dem Kölner Flughafen? Wenn da... Wird der jetzt gesperrt, oder? Nein, er wird nicht gesperrt. Auch der Düsseldorfer Flughafen wird nicht gesperrt. Nein, der Düsseldorfer hat ja noch so andere Sachen, aber Köln... Nein, nein. Nein. Probleme. Er behält seine Funktion und wird weiter. Vielleicht was wichtig ist, dass man im Grunde mit jedem Flugschein fahren kann und dass man auch ohne Flugschein fahren kann. Kann nochmal. Muss bei der Lufthansa buchen. Jetzt schicken wir den wieder nach Hause, das heißt raus. Können Sie eigentlich durch die Finger pfeifen? Ja, ja. Dann brauche ich die Pfeife nicht. Nein. Gut, Sie müssen jetzt einfach als... Ja. Das was? Dann fährt er wieder raus. Fantastisch. Ja, Herr Hauff, noch eine Sache. Sie sagten vorher, es ist umweltfreundlicher, wenn der jetzt hier fährt, statt der kurzen Flüge. Bei Ihnen kommt... Muss man ein bisschen warten, bis der... ist gar nicht so laut. Oh Gott, jetzt fliegt der ganze Bahnhof durcheinander hier. Ja, schnittiges Kerlchen ist das. Bei Ihnen kommt ja oft dieser Streit zwischen Ökonomie und Ökologie, nicht? Gerade in Ihrem Ministerium, also wenn ich da an die Startbahn West oder an Autobahnbau denke oder an den Rhein-Main-Donau-Kanal. Wie lösen Sie das für sich selbst? Ist das nicht ein großer Konflikt für Sie? Also es ist ein Konflikt und den trägt man auch in sich selbst. Und ich glaube, dass man in der schwierigen Frage, was da wirklich ökonomisch notwendig und ökologisch vertretbar ist, dass man da nicht von vornherein sagen kann, das eine hat Vorrang, sondern das muss man abwägen. Und dazu gehört, dass man mit einer klaren eigenen Meinung in die Diskussion geht, dass man aber dann doch die Fähigkeit haben muss, sorgfältig zuzuhören, zu lernen und auch die Kraft haben muss, Entscheidungen, selbst wenn sie dann mal früher getroffen wurden, wenn man sie für falsch hält, sie auch zu revidieren. Und im Fall des Rhein-Main-Donau-Kanals bin ich der Meinung, dass das ökonomisch und ökologisch nicht sehr sinnvoll ist, den weiterzubauen. Ich habe noch eine Frage, die so jeden Einzelnen betrifft, wenn man schon so einen Minister so hautnah da hat. Der Nahverkehr. Man hat manchmal das Gefühl, die Leute sind nicht zu bewegen, aus ihrem Auto zu steigen. Jeder fährt allein morgens zur Arbeit. Ist da eine Chance, dass man mal die Leute ein bisschen morgens und abends von diesen Straßen wegkriegt? Ja, die Chance ist, gerade in den letzten beiden Jahren haben wir einen deutlichen Zuwachs im Nahverkehr. Ich war heute Nachmittag in Hannover übrigens. Die in Hannover haben in den letzten 10 Jahren einen Zuwachs von 50% im öffentlichen Nahverkehr erreicht. Aber den kann man nur erreichen, wenn man auch ein entsprechendes Angebot macht. Weil eine Straßenbahn kann sich der Bürger nicht kaufen und ein Omnibus auch nicht. Da muss man sich wirklich anstrengen und entsprechende Investitionen vornehmen. Wollen Sie das tun? Ich meine, das ist ja nicht Bundessache, aber Sie fördern das, glaube ich. Es ist auch Bundessache. Und wir haben, obwohl das Geld wirklich sehr knapp ist, im letzten Jahr und in diesem Jahr, in beiden Jahren fast 10% Wachstum
der Haushaltsmittel, die für den öffentlichen Personennahverkehr zur Verfügung stehen. Herr Auf, Sie, ich sagte vorhin, Sie sind mein Minister, natürlich, weil ich einen Bahnhof hier betreibe. Aber ich könnte das noch ein bisschen weiter fassen. Es gibt wenige Minister, die man so oft wie Sie in einem Konzert, in einer Theaterpremiere sieht. Jetzt waren Sie wieder hier beim Lieder, beim Festival im Schauspielhaus. Sie interessieren sich für Musik und für Theater und diese Dinge. Ja, für Bücher. Kann man sagen. Und für Bücher, ja, das glaube ich auch. Aber ich meine, das kann man ja schon eher erwarten. Aber dass so ein richtiger Minister, ne, dass der dann da so plötzlich sitzt, ist ja toll. Und deswegen, da haben wir auch eine Überschneidungsmenge, oder wie heißt das? Eine Überschneidungsmenge. Wir mögen nämlich auch Musik und deswegen machen wir jetzt weiter mit Musik. Und es gibt eine Künstlerin, die hat große, viele, lange, tolle, rote Haare. Die ich sehr verehre. Ah, Sie ahnen schon, ja, natürlich, ja. Die hat vor 4 Jahren hier im Bahnhof ein Lied gesungen. Als ich ihren Namen nannte, kannte sie praktisch niemand. Also sie hatte ein paar Auftritte, aber sie hatte nie ein eigenes Lied, nie ein deutsches Lied gesungen. Es war das erste Mal hier im Bahnhof. Und ich habe gesagt, da kommt was. Und es ist wirklich unheimlich viel passiert. Besonders das Lied, Zusammenleben heißt es, was sie da bei uns gesungen hat, das ist wirklich ein Markenzeichen für sie geworden. Und ich finde das so schön, dass sie jetzt wieder da ist, jetzt, nachdem sie so viel erreicht hat und sozusagen zurückkommt zu uns. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass sie hier ist, denn sie ist trotz allem Erfolg auf dem Teppich geblieben. Adessa, arriva, Milva! Milva. Danke. Grazie. Grazie, grazie. Vielen Dank. Ich habe mich richtig drauf gefreut. I really look forward to have you in the show. Io anche. Ja? Ja, natürlich. Und ich habe mir gesagt, Milva hat in den letzten Jahren, weil sie so einen Erfolg hatte, in vielen, vielen Sendungen, auf Tourneen, in Konzerten gesungen. Aber man hat sie eigentlich nie sprechen hören. Und das wollte ich heute auch mal. Sie wird natürlich auch singen, aber ich wollte mit ihr sprechen. Und sie spricht vorzugsweise Italienisch und ich vorzugsweise Deutsch. Ich verstehe. Du verstehst Deutsch. Aber so richtig für eine Unterhaltung reicht es noch nicht. Da habe ich mir gesagt, ich brauche einen guten Dolmetscher. Und dann habe ich mir mal überlegt, Milva ist eine Italienerin, die arbeitet in Deutschland. Wer ist ein Deutscher, der arbeitet in Italien? Na klar, Mario Adorf. Ich begrüße ihn sehr herzlich. Faszinante, Mariana. Ja. Ich glaube, ich kann jetzt gehen, wenn ich so sehe, wie die Milva schwärmt für Mario. Hm. Ha detto? Dello lui vuole andare perché si vede. No, io ti ho baciato prima. Große Küsse. Er hat auch sie geküsst. Nein. Aber ihr seid wirklich so ein tolles Paar. Ne? Sinceramente, è abbastanza un personaggio. Così ambiguo, straordinario. Sie sei ganz ehrlich, oder sage ich vielleicht nicht, sei faszinierend. Oho, danke, ja. Wie schön, sowas übersetzen zu müssen. Ja, aber wie hat mir das schon vorher gesagt, als ich jemanden kennenlernte in Berlin, ganz kurz, aber kam kurz. Sie auf mich zu, ich habe sie gar nicht erkannt und ich konnte überhaupt nichts antworten, da war sie schon wieder entschwunden und jetzt hatte ich Gelegenheit, dieses Kompliment zurückzugeben. Also dies ist eine Bekanntschaft, die eigentlich durch uns richtig entstanden ist, da freuen wir uns. Zumindest die Fortsetzung. Ja, ja eben, also damals hat es angefangen. Lieber Mario Adorf, könnten Sie die Milva freundlicherweise fragen? Sie hat jetzt gerade eine Tournee hinter sich und sie hat 3 goldene Schallplatten in 3 Jahren bekommen. Das ist sensationell für LPs. Sie. Drei, drei. Wie erklärt sie sich ganz persönlich diesen großen Erfolg in Deutschland? Come ti spieghi personalmente il tuo successo in Germania? Allora, prima di tutto, per spiegarlo, bisognerebbe essere un sociologo. Also erstens mal, um das wirklich zu erklären, müsste man Soziologe sein. Ja, ich will auch nur Ihre persönliche. Aber, credo che il merito, esempio, di questi 3 Goldplatte in 3 anni,
E io devo rivolgere l'applauso al pubblico, perché è il pubblico che ha decretato questo successo. Das ist ganz toll. Sie sagt, das kann sie nur dem Publikum verdanken. Sie muss dem Publikum applaudieren. Das ist ihr zu diesem questo Erfolg. Io vorrei verholfen. Also, per questi tre dischi d'oro. Könnte de, ja. Il successo non è quasi mai spiegabile. Der Erfolg ist sehr selten erklärlich, ja. Erklärbar. Però forse il pubblico tedesco ha capito che io desideravo piacere a loro. Volevo. Doch vielleicht hat das deutsche Publikum verstanden, dass sie ihm gefallen wollte. Sie wollte den Erfolg beim deutschen Publikum. Ha capito che io volevo. Also sie liebt auch das deutsche Publikum. Allora tu ami anche il pubblico tedesco, natürlich. Allora per questo. Natürlich. Non solo per i dischi d'oro. Jetzt zu Ihnen, Herr Adolf. Sie haben Erfolg in Italien. Gibt es eigentlich so einen Unterschied, wirklich so einen großen Unterschied zwischen dem deutschen und dem italienischen Publikum? Es gibt einen Unterschied. In Italien, zum Beispiel was den Schauspieler betrifft, da sind die doch sehr kritisch, weil die halten sich alle Italiener, das Publikum, wenn da 1000 Leute sitzen, sind 1000 Schauspieler. Da muss man schon was leisten, um ihnen zu imponieren. Das ist sehr gut. Tu hai capito? Sì, ho capito. Hai detto che fra mille persone ci sono mille attori, in Italia. Sono tutti molto critici. Sì. Sì, però in fondo il pubblico è simile. Sie sagt, das Publikum ähnelt sich überall. Und ich wollte auch nicht damit sagen, dass zum Beispiel jetzt die Leute, das Publikum in Deutschland nicht kritisch sei. Nein, nein, aber es ist anders. Aber auf andere Weise. Sie haben mir, als ich Sie anrief und ich Sie fragte, wollen Sie zu uns kommen? Und Sie sollen ja nicht nur dolmetschen, sondern Sie sollen auch mit Milva zusammen ein Brecht-Lied singen, haben Sie mir gesagt, das wollten Sie eigentlich schon immer gern. Sie haben ja Puntilla gespielt. Ja, im Fernsehen, aber, aber nie die Drei-Groschen-Oper. Ich habe Arturo Ui gespielt im Theater, aber nie die. Aber ich hatte sie, wie man so sagt, als guter Brecht-Schauspieler hat man sie natürlich drauf, wie man das bei uns nennt. Ich habe gesagt, ja toll, die Nummern habe ich drauf, die Drei-Groschen-Oper kenne ich. Würden Sie gerne mal die Drei-Groschen-Oper im Theater spielen? Ich hätte sie gerne mal gespielt, bevor ich zu alt für den Mackie Messer bin, aber vorläufig muss ich mich auf den Othello konzentrieren. Richtig, in Bad Hersfeld. In Bad Hersfeld, bei den Festspielen. Milva, also Sie würden gerne Brecht spielen und Milva, stimmt das, dass Sie gerne mal in einem deutschen Spielfilm spielen? Milva, è vero che tu vorresti fare una parte in un film tedesco? Trovo che il cinema tedesco oggi è straordinario. Sie glaubt, dass ci sono dei grandissimi talenti. Der deutsche Film heute außerordentlich ist und dass es sehr große Talente gibt. Und Sie würde gerne spielen in einem deutschen. E tu vorresti lavorare con uno di questi? Warum nicht? Warum nicht? Letzte Frage und dann geht's zur Musik. Was hält Milva von den deutschen Männern? Cosa degli uomini tedeschi? Ecco, sì. Sie versteht schon alles. Ah, sie versteht. Ho detto prima. Ah, sì. Nicht Sprache, ich verstehe. Allora. Gli uomini tedeschi. Che posso dire? Was kann sie qui sagen? Abbiamo due straordinari esemplari. Io sie sagt, trovo haben che sono molto interessanti. Also sie geht nicht, sie geht nicht in die Details. Intanto sono più alti degli italiani. Sie sagt, dass sie auf jeden Fall mal im Durchschnitt doch größer seien als die Italiener. Und das gefällt ihr offenbar. E biondi anche. 1,78. Und blond, wir zwei Blonden. Si può scherzare? Good. Ja, sie sagt mal, es ist natürlich Spaß. Darf man Spaß machen? Ja, darf man Spaß machen? Natürlich. L'importante è riuscire ad avere un contatto con la gente. Questo è importante. Das Wichtige ist, einen Kontakt mit den Leuten zu haben, mit den Menschen zu haben. Naturalmente uomini, donne, Männer, Frauen, alles. Gut, für diesen, Kontakt muss man singen und deswegen darf ich jetzt Sie bitten zu Ihrer Position für die Brecht-Sache. Meine Damen und Herren, es hat viele Duos gegeben und ich bin sehr stolz, dass ich ein neues Duo sozusagen kreiert habe. Ich weiß nicht, ob sie zusammen auf Tournee gehen werden, aber auf jeden Fall hören wir jetzt Mario Adorf und Milva zum ersten Mal gemeinsam und zwar Bertolt Brecht, die Zuhälterballade. In einer Zeit,
die längst vergangen ist, lebten wir schon zusammen, sie und ich. Die Zeit liegt fern, wie hinter einem Rauch. Ich schützte sie und sie ernährte mich. Es geht auch anders, doch so geht es auch. Und wenn ein Freier kam, kroch ich aus unserem Bett und drückte mich zu meinem Kirsch und war sehr nett. Und wenn er blechte, sprach ich zu ihm: Herr, wenn Sie mal wieder wollen, bitte sehr. So hielten wir es ein gutes halbes Jahr in dem Bordell, wo unser Haushalt war. Aber tückisch, gerne weiste, da fragt ich manchmal direkt, was er sich erdreiste. Da hat er mir aber eins im Zahnfleisch gelangt, da bin ich manchmal direkt drauf erkrankt. Ich war so schön in diesem halben Jahr in dem Bordell, wo unser Haushalt war. So trüb wie jetzt war. Wenn man auch nur bei Tag zusammen lag, da sie ja, wie gesagt, nachts meist besetzt war. Tags ist es üblich, doch geht's auch bei Tag. War ich ja dann auch mein Heimal hops von dir. Dann machen wir es dann so, ich lag dann unter ihr. Weil er das Kind nicht schon in Leib erdrücken wollte. Das aber dann doch in die Binsen gehen sollte. Das und war dann war auch bald aus das halbe Jahr in dem Bordell, wo unser Haus war. Vergnügen,
Das ist ein Vergnügen, mit so einem Künstler zusammenzuarbeiten, die so schön ist und auch noch so viel Kraft und... Ich muss sagen, es ist sehr aufregend. Ich war also sehr aufgeregt, denn im Theater ist man ja eigentlich gewöhnt, lange zu probieren. Ja. Und das kam dann nicht. Und wenn dann noch eine solche Persönlichkeit auf einen zukommt, also ich war... Haben Sie auch sonst Lampenfieber? Ich habe auch Lampenfieber, ja, natürlich. Ja, ich glaube, jeder hat Lampenfieber. Ich auch. Ich glaube sogar der Minister auch. Ja, doch Lampenfieber, ja. Von der Rede, nicht? Ja. Jeder hat Lampenfieber. Das ist also ganz natürlich. Auch mein Publikum ist immer ganz aufgeregt vorher, weil vor einer Live-Sendung ist ganz... Ja, das ist nicht so einfach. Ja, ne? ja, da kann nichts rausgeschnitten werden. Wenn einer in der Nase bohrt, ist nichts zu machen, wenn da gerade die Kamera drauf ist. Natürlich, live. Ja, irgendeine. Ich habe eine Bitte. Die Milva hat gesagt, sie würde gerne in einem deutschen Film mitmachen. Sie kennen doch so viele, den Schlöndorff und den Fassbinder. Sagen Sie denen doch mal, das wäre doch toll. Also ich werde mal ein gutes Wort bei denen einlegen. Ja, das fände ich doch fabelhaft. Und toll fände ich natürlich, wenn ich auch dabei sein könnte. Ja, das werden wir empfehlen. Ne? Gut, lieber Mario Adolf, eine letzte Bitte der Übersetzung. Das Lied... Das Milva jetzt für uns singt, heißt Non arrenderti mai uomo. Was heißt das auf Deutsch? Gib nicht auf, Mensch. Gib nicht auf, Mensch. Bitte, Milva. E non arrenderti mai, uomo, uomo, oh no, oh no, oh oh no, oh, oh, no. E non arrenderti mai, uomo, no, no, stringi i pugni di me mentre vai e sopporta. Immer dieser Rauch ohne Feuer. Unglaublich. Ich habe da noch eine Mitteilung. Der Wagen mit dem Kennzeichen Köln 32437. Bei diesem Wagen brennt noch das Bremslicht. Das Bremslicht.
Ich weiß auch nicht, wie das geht. Schauen Sie mal, ob Sie an einem Fuß keinen Schuh anhaben. Ne? Ich habe auf jeden Fall habe ich jetzt den Wagen 2 Stunden lang beobachtet und das Bremslicht wird also immer schwächer. Ne? Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Bremsbeläge langsam durch sind. Ne? Was lachen Sie da? Was gibt denn da hier etwas zu lachen? Das ist doch wahr. Jetzt komme ich mal zum ersten Mal, mache den Dienst am Service, da fangen Sie noch so sauber. Glauben Sie, es sei für mich ein Vergnügen gewesen. Jetzt habe ich 2 Stunden lang bei größter Kälte habe ich diesen Wagen beobachtet. Melde mir, schreibe die Nummer auf, melde das hier und Sie fangen noch an zu lachen. Das ist doch wahr. Glauben Sie, das sei für mich ein Vergnügen, also fahren Sie doch mit einem kaputten Wagen nach Hause. Mir ist ja das egal. Das scheißt mich doch richtig an. Sie können ja nächstes Mal, meinen Sie das nächste Mal, wenn ich noch einmal 2 Stunden, dann nachher komme ich nicht mehr mit der Nummer und melde das, wenn Sie so saublöd lachen, oder? Für mich ist das ernst gemeint. Meine Damen und Herren, Sie haben ihn natürlich alle längst erkannt, Emil. Und jetzt begrüße ich ihn richtig herzlich, Emil. Bitte. Nee, Sie haben eins. Ich bin ganz sicher, die Feuerwehr, hier die Ortsfeuerwehr, wird Sie zum Ehrenmitglied ernennen. Das könnte möglich sein. Das könnte sein. Ja. Ja. Übrigens, dass Emil kein richtiger Feuerwehrmann war, sondern Emil, das haben Sie sehr schnell gemerkt, das ist inzwischen recht klar. Dass dies kein richtiger Feuerlöscher ist, das wissen Sie natürlich nicht. Aber der Emil wird es Ihnen zeigen. Emil, ja, sind Sie so lieb? Ein Feuerwehrmann muss ja schließlich auch den Durst löschen können. So. Das ist heißer Tee. F wie Feinschmecker-Tee. Ja? So, fabelhaft. Jetzt können wir hier bei unserem Gespräch einen schönen Tee trinken. Das habe ich noch nie erlebt, dass die Feuerwehr einen mit Tee versorgt. Er ist auch noch heiß. Ohne Zucker? Ohne Zucker, gesund, umweltfreundlich. Was bedeuten denn diese fabelhaften Dinge hier an Ihrem Ärmel? Aha, ja, also. Diesen Knopf bekommt man, wenn man die Uniform neu fasst. Aha. Damit der Ärmel nicht so leer ist. Dann, das ist das Pröwe, wenn man alle Feuerwehrwehr der Schweiz auswendig kann. Hä? Und diese 2 habe ich bekommen, weil ich das Feuerhorn in Stereo blasen kann. Das ist eine absolute Rarität. Das bekommt man erst dann, wenn man 3-mal im Voraus sagen kann, dass es einen Falschalarm ist. Ja. Und dieses hier ist das Sprungtuch-Brevet. Sprungtuch. Aha. Ja, wir müssen ja das Sprungtuch, ich weiß nicht ganz, wir müssen das Sprungtuch, ja, 10 Mann hoch, halten wir dieses Sprungtuch, müssen wir das anspannen, wir verrückt, nicht wahr? Dann plumpst einer rein und bang, oder? Und alle 10 Mann schlagen in der Mitte die Köpfe zusammen. Emil, Sie machen zurzeit in der Schweiz Ihre Tournee und es steht drauf, Feierabend. Ist das wirklich die letzte? Ja, das ist das letzte Programm, das ich geschrieben habe, ja. Ah, ja. Aber Sie sind noch... Ich spiele jetzt dieses Programm noch. Und was dann weiterkommt, ist ein bisschen offen. Das ist schön offen, ja. Sie haben sich jetzt einfach mal so einen Freiraum geschaffen. Ja, weil zum ersten also Mal, also können wir gar nicht sagen, was als nächstes kommt? Ich will es auch nicht sagen, nein. Sehr schön. Mhm. Aber was das letzte war außer dem Programm, das können wir sagen, nämlich ein Film. Sie haben schon einen sehr erfolgreichen gemacht, das waren die Schweizer Macher. Also ich, ja. Sie haben ihn nicht gemacht. Ich habe gespielt. Sie haben mitgespielt. Es ist nicht Ihr Drehbuch, Sie machen nicht Regie, aber Sie spielen als Schauspieler. Mhm. Und jetzt gibt es einen neuen, wo Sie wieder mitspielen. Der heißt, glaube ich, in Deutschland... Videoliebe. Videoliebe. Ja. Und das hat etwas mit Heiratsvermittlung? Das ist so, ja, ich würde kurz sagen, es gibt Leute, die lieben sich auf den ersten Blick und lernen sich nachher kennen. Und es gibt solche, die einen Partner suchen, via so ein Partnerwahlinstitut. Und da weiß ja der Computer alle Daten und alle Eigenschaften. Und so führt man sie zusammen, aber sie lieben sich noch nicht. Ah. Und dieses Partnerwahlinstitut geht jetzt einfach, wo ich Angestellter bin und ich muss diese Videofilme machen. Also dort sieht man noch
auf den Kassetten, Videokassetten, kann man den Partner noch sehen. Aha. Also wenn ich zum Beispiel als Junggeselle einen... Ja, da würde ich jetzt als Techniker kommen und sagen, also jetzt können Sie sich mal vorstellen, wie würden Sie sich den Partner vorstellen? Nur, ja, und sagen ja, wie alt sie sind und oh das Gott, würde nee. Uns ja, also das, oder was sie lieben oder solche Details, ja. Nein, dann hören, dann, das ja. machen wir nicht. Gut, ich also sehen gut. was einen, ja. ja. Lieber Emil, alles Gute, danke, dass Sie zu uns gekommen schön, sind. Habt ihr gefallen. Und vor allem schön, dass Sie das in Hochdeutsch gemacht haben, denn Schweizerdeutsch kann man wirklich so ja, schlecht verstehen. Ich würde überhaupt nicht verstehen, ich würde Schweizerdeutsch schnurren. Ganz tschüss, danke. Danke. Guten Abend. Können Sie sich eventuell erinnern, dass wir mal hier im Bahnhof etwas gemacht haben, was Paper Music hieß? Da kann ich haben mich nicht dran erinnern. Kann sich jemand hier erinnern? Ja, Sie? Sie wissen es noch? So mit Reißen, ja? Papierreißen. Und durch Papierreißen ist Musik entstanden. Hier jemand, der sich noch an die... Ja, erinnern sich an die Paper Music? Was sagen Sie zu sowas Modernem, wenn man durch Papier zerreißen Musik macht? Das ist was ganz Außergewöhnliches. Das ist mal was ganz Außergewöhnliches. Ich habe heute... Entschuldigung. Och, das ist meine Kamera. Entschuldige, Emma. Wir haben heute auch mal wieder was ganz Außergewöhnliches. Sie wissen ja, Bio ist immer für eine Überraschung gut. Deswegen möchte ich Ihnen jetzt zwei Gäste vorstellen. Guten Abend. Das ist ich. Das ist Dieter Schnebel, Komponist und Lehrer oder Professor an der Hochschule für... Der Künste. Hochschule der Künste in Berlin. Und das ist Florian Thielebier-Langenscheid, der schon geschminkt ist, wie Sie sehen, denn er ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Neue Musik in München. Diese Gruppe wird dieses Stück aufführen und er hat es auch extra für uns inszeniert. Ja. Dieses Stück, sage ich, ist es nun eine Komposition? Ich sage zunächst mal, das letzte Mal bei der Paper Music wurde Papier zerrissen und diese Geräusche wurden künstlerisch gestaltet. Heute geht es um Geräusche, die mit dem Hals, also so eine Art Husten, eine Art Röcheln, eine Art Stöhnen, alles, was man mit dem Hals, mit dem Mund machen kann. Wo ist jetzt der Unterschied, Herr Schnebel, zwischen etwa meinem Husten und diesem Kunstwerk, das jetzt hier gemacht wird und das von Ihnen tja, komponiert wurde oder zusammengestellt oder erfunden? Ich weiß gar nicht. Es handelt sich tatsächlich um Musik, die mit Alltäglichem zu tun hat, um Musik, die mit dem Leben zu tun hat. Der Unterschied ist der, dass in Kunst immer dargestellt wird, dass es da um Konzentration geht. Und wenn ich jetzt einfach huste, dann stelle ich nichts dar, dann... Nein, dann husten Sie dann halt huste nur. Ich nur. Es ist halt so, dass wir uns das ganz bewusst machen, dass hier bestimmte Schichten erschlossen werden in solchen grafischen Darstellungen. Das wird hier richtig aufgeschrieben. Und der Unterschied zu dem normalen Alltäglichen ist eben der, dass es ganz bewusst eingeübt ist, dass da Exerzitienübungen sind, die wir lang gemacht haben. Ja, können wir mal... Und das war und dann Emma sind, unten und das ist jetzt... Inge oder wie immer. Ich und weiß wir haben nicht. Dann zum Beispiel eben solche Atemverläufe, die dann, weiß nicht, ganz ruhig so gehen oder ganz gehetzt so. Es gibt hier so Aufzeichnungen, die richtig, Sie können es nicht sehen im Publikum, falls es interessiert, können Sie nachher herkommen und sich das ansehen. Unsere Zuschauer zu Hause sehen das über die Kamera. Da werden Mundstellungen genau aufgezeichnet. Ja, wir haben dann eben den ganzen Mund- und Lippen- und Zungenbereich auch erschlossen und machen dann so Bewegungen so. Eben ja. alles ganz bewusst und dann den ganzen Kehlkopfbereich, die Stimmbänder eben singen oder ganz außergewöhnliche Dinge so. Alles das bewusst einsetzen und gestalten. Herr Schnebel, ist dadurch von Ihnen aus sozusagen das Kunstwerk fertig gemacht? Ist das Endprodukt wie bei einer Beethoven-Symphonie von Ihnen bestimmt? Es ist ein Stück, in dem es um Vorgänge geht und ich habe nur die Art und Weise der Vorgänge bestimmt und die kann in jeder Aufführung variiert werden. Aha. Das heißt, die Künstler empfinden jetzt auch, ich habe mir sagen lassen, dass die, wenn die diese Übungen machen, dass bei denen richtig, wie so bei Atemübungen ja. von den Innern, richtig irgendwelche Emotionen entstehen, die gar nicht vorher da waren, die durch diese Atemübungen entstehen? Es gibt einerseits Emotionen, die dadurch entstehen, es gibt aber auch welche, in die man sich, wenn man einen solchen Vorgang erzeugt, bereits hineinbegibt. Ich möchte eben, dass in diesem Stück
Lebendiges sich abspielt und Lebendiges kann man nie ganz steuern. Leben muss man laufen lassen. Jetzt hoffen wir, dass etwas Lebendiges dabei herauskommt, dass Sie Emotionen verspüren bei der Aufführung, für uns speziell für den Bahnhof inszeniert, des Werkes Maulwerke. Das waren also die Maulwerke. Und nun, meine Damen und Herren, müssen wir uns ein bisschen auf Las Vegas einstellen. Ich weiß nicht, waren Sie schon mal in Las Vegas? Da stehen überall diese einarmigen Banditen, wie man die nennt. Sogar am Flughafen, wenn man ankommt, steht schon einer. Und ich muss mal sehen, hier in Deutschland sind die ja nur in Spielbanken erlaubt. Ich habe mir mal ein paar Fünfer eingesteckt. Und dann bin ich einmal vor vielen, vielen Jahren da gewesen und habe mich angestellt für Karten, für einen großen Entertainer. Und
Da steht man einer Schlange und wartet und in dieser Schlange stehen auch lauter diese einarmigen Banditen und dann geht man immer und spielt und wenn man eins weitergeht, geht man zum nächsten und wenn man gerade gewinnt, nicht, dann steht die ganze Schlange und wartet. Das ist also sehr, sehr aufregend. Ich habe nichts gewonnen bis jetzt. Mal sehen hier. Tja, Las Vegas ist das große Eldorado der Show und heute werden wir hier ein bisschen etwas davon herbekommen. In Las Vegas gibt es ja diese berühmte Formel, we proudly present, wir präsentieren stolz, da kommt immer so eine große Stimme und wir übernehmen das ja immer. Auch ich im Bahnhof habe schon sehr oft gesagt, meine Damen und Herren, heute sind wir ganz stolz. Aber eigentlich war das nie so ganz berechtigt, würde ich sagen. Ich würde sagen, zum ersten Mal heute ist es ganz berechtigt. Ich muss jetzt mal schauen, ob der Umbau da drüben schon fertig ist. Noch nicht. Bei uns ist das ja immer so, ein Wagen rein, ein Wagen raus. Der Gast, der jetzt gleich kommt, der wird wahrscheinlich glauben, wir sind sowieso verrückt, wenn er das alles sieht, was wir hier machen. Und ja, ich, wissen Sie, über ihn sollte man eigentlich gar nichts sagen. Man sollte einfach nur sagen, da ist er. Und wir haben hier schon so ein bisschen... Ja, nein, warten Sie mal. Wir müssen ihn ja auch richtig empfangen. Er wird gleich kommen. Oh, wir brauchen natürlich Klavier. Jetzt wird noch das Klavier reingeschoben, wie das im Bahnhof eben so ist. Der Emil hat schon recht gehabt. Wenn ich hier eine Überleitung machen muss, dann komme ich ins Schwimmen. Ne? Ich könnte Ihnen natürlich jetzt einen Witz erzählen, den er mir vorher erzählt hat. Aber den soll er ihm vielleicht nachher selbst erzählen. Das ist viel besser. Ja, meine Damen und Herren, ich nehme jetzt tief Luft, hole, nee, immer noch nicht, ist immer noch nicht. Kinder, die Spannung steigt ins Unermessliche. Wie wollen wir denn jetzt die Leute noch besänftigen? Alles, was ich jetzt sage, ist überflüssig und zu spät. Ich würde sagen, ich stelle mich hin und spiele noch ein bisschen, bis die soweit sind. Was, ist ja alles Quatsch, vielleicht gewinne ich in der Zwischenzeit. Mal sehen, immer noch nicht, das ist ja schrecklich hier. Gleich weiter. Heute Nachmittag habe ich unentwegt gewonnen. Ja, jetzt darf ich. Sie macht so, jetzt darf ich. Ha! Und jetzt gewinne ich! Jetzt, wo es soweit ist, gewinne ich. Zum ersten Mal mit Recht. Ladies and Gentlemen, Bios Bahnhof proudly presents for the first time in Fracken, Mr. Sammy Davis Jr. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes, they are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York, I wanna wake up in a city that doesn't sleep, to find I'm king of the hill, ahead of the list, cream of the crop at the top of the heap. My L.A. town blues, they are melting away. I'll make a brand new start of it in my New York if I can make it there. I'll make it anywhere. It's coming true, New York. Wonderful to have you here. Thank you.
recognize? Is this George Rhodes in the orchestra? Thank you. Thank you very much. Sammy, this is your last tour in Europe? Yes, by and large, it will be the last one. Das letzte Mal, dass er auf Tournee ist in Europa, but it doesn't mean the last time in Europe at all. No. Nicht das letzte Mal in Europa. No, it just, it means that... Galas, television, but not a yes, tour. Keine not a tour. Tour. This is my last tour. Your last tour. you will be in Frankfurt, in yes. Stuttgart, yes. Düsseldorf. Düsseldorf. Hamburg, another concert. Yes. Hannover is Hanover, new. And München. Yeah, München. And there you will eat the Schweinshaxen. yes, you I like the Schweinshaxen? Yes, I do. Ich weiß das, ich weiß das. Yes. Ja, ja, er isst jeden Tag eine Schweinshaxe. Aber meistens kocht er sich selbst. You cook yourself in the hotel. Yes, I cook all the time. Er hat im Hotel eine kleine Küche eingerichtet und da kocht er. Well, when you get to be 56, that's all there is left to do, is to cook. Wenn man 56 ist, bleibt nur noch kochen, sagt er. Oh, das glauben wir ihm. When I first came to Germany many years ago, to this marvelous country, and first started to meet the German people, I was out every night, you know, discoing. You know, that was almost 20 years ago. Vor 20 Jahren, als er das erste Mal in Deutschland war, da ist er jeden Abend ausgegangen. Yeah, but now it's just to sit there and mince and dice, mince and dice. Jetzt sitzt er da and cook and eat. That's it, and eat, you know, that's all. Oh, poor boy. You look. Der Arme wirkt schon so alt und zerbrechlich. Sammy, you do another song for us. Everybody waits for it. And, all right. This is your audience, this well, is dein Publikum. I would like to say one thing. I have never had the pleasure, I've been in show business for, well, 53 years. 53 Jahre ist er im Show business und 56 Jahre ist er alt. Mit 3 Jahren hat er angefangen. And I must say, thank you. I must say that this is the most unique and wonderfully mixed television show I've ever had the pleasure of being on. I was backstage. I was like this. I really mean that. Thank you. You're so nice. I'm going to get. What is the name of the talented young men who were on just before I came on with the. Yeah, this is Herr Schnabel is the componist. Herr Schnabel? Yes, and Florian is the one who did the... Florian. Yeah, Florian. Yes. I'm going to talk to him later. Okay, er wird zu Ihnen, wir werden mit Ihnen sprechen. I may have a hit. This is a song that I did the very first time I played in Berlin, and subsequently it became one of our favorite things to do, both here and at home. At home, I work in a place called Las Vegas, and they brought these out for me tonight for the show to make me feel at home, I guess. So we'd like to do it for you nice folks. I've wined and dined on mulligan stew. I've never wished for turkey. I've hitched and hiked and drifted too, from Maine to Albuquerque. When I go home to Harlem, I try to be real cool. But when I go uptown, I make darn sure that I never take Peter O'Toole. Social circles spin too fast for me. Yeah. Am I a whole bohemian? That's the place I want to be. She gets too hungry for dinner at 8. She loves the theater but won't arrive late. She'll never argue with someone she hates. That's why the lady is a tramp. Won't go to Coney, Malibu is fine. Loves the French Riviera and season divine. Refuses to believe Frank Sinatra is a friend of mine. That's why the lady is a tramp. She likes that green grass growing under her shoes. Ray Charles singing the blues. She's flat, and that's that. And she
she's alone, when she lowers her lamp, that's why the lady is a tramp. She likes that free, fresh wind in her hair. Her life's without care. She is broke, but it's hope. Hates California. It's smoggy and damp. That's why the lady is a tramp. Why the lady? Why the lady? Why the lady? That free, fresh wind in her wig. There's nothing she don't dig. She's a swinger, a humdinger, hates San Francisco.